Okay? Jo Leute, was geht ab? Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eigentlich wäre heute ein Video gekommen von der Probefahrt vom E46, nachdem das Fahrwerk eigentlich ja mega gut eingebaut worden ist. Aber ich wollte auch noch die Spur einstellen lassen und ja, dann habe ich gedacht, mache ich das lieber gleich zusammen. Und da hatte der Herr aus der Werkstatt leider erst in 2 Wochen, also jetzt in 1 Woche, wenn ihr das Video seht, Zeit. Und ja, da habe ich gedacht, gut, machen wir was anderes. Und heute habe ich mir überlegt, dadurch, dass ich für den E46 freundlicherweise von dem André Teile bekommen habe, habe ich gedacht, fahre ich ihn doch einfach auch mal besuchen und wir gucken uns heute Norddeutschlands wildesten 3er BMW Fuhrpark an. Ja, let's go! Angekommen bei André in der Garage. Das ist André. Hallo. Ich habe erzählt, wildester 3er BMW Fuhrpark Norddeutschlands. Und ja, jetzt haben wir schon mal den, ich finde eigentlich den krassesten aus der Reihe hier, weil jetzt, das ist das einmaligste Auto, den gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Den zeigen wir euch jetzt einmal. Kleinen Carpon habt ihr gerade gesehen. Ich will das nochmal sagen, dass das jetzt scheiße aussieht mit dem Felgen und dass er nicht schon sauber ist. Okay, das Auto steht nämlich gerade auf hier, da. Nicht so schön Felgen, aber die haben wir hier. Wunderschöne BBS-Felgen. Niegelnagelneu versiegelt. Ein Traum. Weiter an sich zu dem E92. Wie man hier auch unschwer erkennen kann, N54, also das ist die Motorkennung, genau. Motorkennung, genau. Und PWB heißt Prior White Body Kit oder nur Body? Ja, Body Kit, so heißt es beim Verkauf. Diese besondere Farbe, die ist nämlich so besonders, weil die gibt es nicht nochmal irgendwie. Also es ist eine Original BMW Farbe. Mhm. San Marino Blau ist das. San Marino. Kommt vom M6. Und damals M4 CS kommt das. Und ja, BMW hat die nicht rausgegeben, aber wir haben uns die irgendwo her organisiert. Ist auch 1:1 das gleiche neben meinem BMW CS steht. Heißt also, du hast den lackieren lassen so? Der ist komplett neu lackiert, von innen und von außen. Quasi du hast es in Auftrag gegeben? Ich habe es im Auftrag gegeben, ja. Was ist da für ein Motor jetzt drin? Da ist 3 Liter Biturbo drin, N54. Ich wollte gerade sagen, mach mal die Haube auf. Da siehst du halt auch, dass er komplett lackiert ist, auch mit Motorraum auslackiert ist. Also hat richtig saugeile Arbeit, ja. Ne? Mega. Ja, das ist halt ein heiß begehrter Motor, ne? N54 PWB, 3 Liter Sauger. Das macht schon was her, ne? Okay, also an sich ist es natürlich alles mittlerweile viel Plastik, das heißt, man sieht kaum was. Aber es ist ein rein 6-Zylinder, ja. Gut. Also von daher, ja, Autos, die, also den Motor, den man ja eigentlich sowieso kennt und eigentlich macht er ja großartig keine Probleme. Ne, wenn man nicht gut fliegt, nicht, aber in der Szene ist das bekannt, das ist der Problemmotor. Gut, kommen wir mal zum Interieur. Oh, hier ist Öl. Ja, das ist von dem anderen. Ach so, was sehe ich hier? Airlift. Der ist auch noch auf Luft. Ja, aber sicher. Also ich muss kurz erklären, wir haben uns nämlich kennengelernt über ein Shooting, aber er war auch schon relativ oft in aller Mühe. Mhm. Das heißt, so in der Tuning-Szene ist André mit seinen Autos sehr bekannt. Dass dieses Fahrzeug dann auch noch Luftfahrwerk hat, macht es dann natürlich auch noch, ja, anders besonders, ne? Was ist mit deinem Start? Ja, sieht doch gut aus oder so. Ah, ja. Das Ding ist, ich bin gerade komplett am Ambiente-Beleuchtung umbauen. Das gibt es auch ganz selten. Das habe ich mit Carhex zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, der kommt aus dem Süden her. Der hat mir Lichtleiter geschickt. Verbaut ist aktuell in den Türen das schon. Tada. Also mehr Farbe geht nicht. Aber hier in der Mitte leuchtet nichts. Da meinst du doch eigentlich auch, dass... Ja, das habe ich auch. Das müsste ich aber jetzt noch über die Batterie anschließen. Ach so. Das kann ich nicht. Und das Ding ist halt, die meisten drücken sich irgendwelche Lichtleisten rein. Das sieht total scheiße aus. Ich habe das halt in die Türleisten eingearbeitet. Ja, man sieht ehrlich gesagt auch nichts. Also es ist... Ah doch, okay. Aber man... Ja, sieht, dass es sehr, sehr krass gut gemacht ist. Ja, und du kannst es halt auch in allen Farben ändern, ne? Nicht schlecht. Gut, also, das heißt, zu dem E92, der ja nun wirklich super besonders ist, was ist noch eigentlich anders als sonst?
die Front. Ich versuche die mal kurz ein bisschen einzufangen. Eigentlich habt ihr die in dem Carporn schon gut gesehen. Die Motorhaube ist nämlich selbst gebaut, sprich also die... Die Lufteinlässe und der Powerdome, ne? Genau, stimmt. Lufteinlässe, Powerdome. Und was ja auch ganz besonders krass ist, wie breit der wirklich ist, ne? Es ist so unnormal. Allein schon das Heck finde ich auch ganz übel. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, wenn man jetzt so ein Carporn sieht, wenn man diese normalen Autos einfach nicht daneben sieht, wie die halt einfach gebaut sind. Also was so ein Breitbau einfach ausmacht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Soundcheck. Ready. Laut. Aber das Lustige an der ganzen Sache ist, das ja. Original BMW Performance und nichts anderes. Das heißt, jeder Soko-Poser, der ja, dich anhält, dem kannst du einfach sagen, tschö mit Ö, war ja. Nett, euch kennengelernt zu haben. Ich würde sagen, auf zum nächsten Auto. Nächster 3er BMW, ganz klassisch und genau mein Stil, ein E46. Ja, was haben wir hier für ein E46? Es ist ein 320 Diesel, hast du gerade gesagt. Unsere Dieselpreise sind ja nicht gerade zufällig gestiegen, aber die gehen jetzt auch wieder runter. Das heißt, ja. Aber wie beliebt ist Diesel eigentlich wirklich bei dem E46? Gar nicht so. Eher nicht. Also, glaube ich, ich habe einen guten Deal gemacht mit meinem 330i. Wie viele Kilometer kommt dein 330? Nicht so viel wie deine. Also, Real Talk. Eine Tankfüllung, also mindestens 100 Euro. Tut weh und... Oh, 500 gerade mal. 1000. Oh, alter Falter. Okay, krass. Das ist eigentlich dein, was, Drift-Projekt? Nein. Nein, das ist nur mein Daily-Projekt. Daily-Projekt. Aber, genau, er ist ja auch der Grund, warum ich heute hier bin. Denn, oh nee, ich will gar nicht verraten, was ich da habe von dir. Das werdet ihr beim nächsten oder übernächsten Video sehen. Es war jetzt kein Teilespender, sondern du hast aus Versehen doppelt bestellt und deshalb konnte ich was abhaben. Ja. Sehr gut. Ganz typisch, die... M-Stoßstange. Scheinwerfer sind ja eigentlich genau die gleichen wie bei mir. Da kommen ja noch neue. Wie heißt denn die Farbe? Die ist nämlich ganz besonders. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennt. Status-Grau Metallic. So ein Messing ins Dunkel. Blau-lila gehend irgendwie. Oh, man kennt's. Der typische E46-Flop, was die Rückleuchten angeht. Aber du hast auch getönte Scheiben. Die hast du... Die sind, glaube ich, nachträglich getönt, ne? Ja. Das ist ja. Aber die hast du nicht machen lassen. Oh, nee, nee. Guckt euch mal bitte an. Also ich sag's ehrlich, wie es ist, wenn ich die Farbe als erstes sehe, muss ich immer denken, okay, es wäre nicht meins. Aber im Zusammenhang mit Schwarz finde ich die gar nicht so schlecht. Nee, sieht eigentlich sehr edel aus, ne? Sieht echt edel aus. Da muss ich mal trauen. Ich glaube auch. 6 Gänge? Ja. Oha, da kann ich nicht mithalten. Ich habe nur 5. Aber ich habe mir schon überlegt, vielleicht machen wir mal so ein kleines E46-Battle, wenn der hier fertig ist. Ich glaube, das wird auch ein cooles Video. Ja. Also, gut, ich glaube, mehr gibt es zu dem gar nicht zu erzählen. Nee. Wir kennen E46, deshalb geht es auch schon gleich weiter zum nächsten 3er BMW. Und jetzt haben wir wirklich mal einen echten M3. Wieder ein E92 in einem schönen Weiß. Oh, Carbon-Dach. Sehr schön. Mega hübsch, aber was ist hier passiert? Bambi ist durchgelaufen. Ja. Rest in Peace, Bambi. Krass, was ein Bambi, was wiegt so ein Ding? Vielleicht 50 Kilo, nicht mal. Das war ein bisschen ausgewachseneres Bambi, aber das ist da gut reingelaufen. Oha, ist schon doll. Was ist das? Das ist ein Handschuh, dass da nicht mehr reinkommt, ne? Chill. Oh. V8 sogar. Ja. 4 Liter V8 Sauger ist das, 420 PS. Das heißt, wir können leider keinen Soundcheck machen? Nee, das können wir nicht, definitiv. Das können wir heute jetzt leider nicht. Und ich glaube, du brauchst ein neues. Ja, ich glaube, ich brauche ein neues Verhüterli. Alles klar. Schönes Grau, leichten Blau. Palladium-Silber. Ich wollte gerade sagen, leichten Blaustich, also ja. Natürlich auch M. Ah, hier wurde schon mal was dran rumgebaut wieder. Ja. Schön eigentlich, aber ist ja typisch. E92 Ausstattung ist eigentlich genau der gleiche, aber der hat hier so ein gebürstetes Silbergrau, kann man das sagen? Okay, aber das sieht echt bläulich aus, ne? Mhm. Guck mal, M-Nähte sogar. Gut, eigentlich gibt es ja zu dem Auto nicht großartig mehr viel zu erzählen, weil es ist an sich ja verkauft. Jetzt haben wir hier noch was Blaues, genau. Aber ist es das gleiche Blau? Fast, da fehlt nur der lila Stich drin. Fast das Nennt gleiche. Nennt sich Marino Bay Blue. Was haben wir hier? Wir haben hier ein X5M.
Competition. Competition. Das muss sein. Krass einfach, oder? Aber heftig, wie die Schnauze so abgeschnitten worden ist. Wer mich auf Instagram schon länger verfolgt, weiß, dass ich mal einen SRT8 hatte, also Grand Cherokee. Und der hatte halt auch schon gut ordentlich Leistung. Es waren zwar immer noch keine 500 PS, aber es war halt ein 6,4 Liter Hemi-Motor. Und der hat sich hier vom Sound schon echt ähnlich angehört. Ist halt krass, was BMW vor allem auch mit ja, V8-Motoren sowieso schafft. Aber weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Es ist einfach ein SUV. Wie viel Leistung hat er jetzt wirklich? 620 PS. Heißt, der hat schon mehr als der SRT. Ach, als der SRT, ja. Okay. Als der SRT. Wie viele Zöller sind das? 22? 20, glaube ich. 20? Gucken wir den ganzen Felgengrößen. 22, Entschuldigung. Habe ich gut geschätzt, 22 Zoll. Aber ich finde, wenn man das mal so sieht, der ist echt abgehackt. Hinten und wie vorne. Weiß nicht, ob die den so optisch einfach kürzer bauen wollten. Aber was natürlich auch echt schön nice ist, also der Diffuser ist sehr schlicht, ganz klar. Aber der hat eine Klappe, ne? Ja. Schauen wir mal rein, denn die Ausstattung ist ganz besonders. Wow. Mega schön. Allein schon mit dem Abgesteppten. Die Kopfstützen leuchten sogar im Dunkeln. Wow. Typisches M-Lenkrad. Aber es ist echt klein, finde ich. Aber sehr, sehr schön. Und es ist ja auch so eine Beleuchtung in der Innenseite, ne? Sehe ich schon. Ja, ja, ist alles beleuchtet, ja. Willkommen. Und er piept. Ich habe Angst. Nein. Aber das muss ich auch ehrlich sagen. Beim M850i, den hatte ich auch mal eine kurze Zeit zur Probe. Da war das natürlich alles sehr schön neu. Da hatte ich hier sogar so einen Glasschaltknüppel. Ich weiß nicht, kennst du den? Ist schick, Der ist echt mega schön. Aber man kriegt halt sehr, sehr schnell Kratzer rein. Was ich halt genau sagen wollte, sind die Knöpfe. Dass ich teilweise finde, dass BMW da sehr veralterte Knöpfe hat. Aber hier sieht es wiederum sehr modern aus. Und Alcantara-Himmel. Panorama da. Echt hübsch. Ja, im Dunkeln sieht das ja krass aus, ne? Das mit der Beleuchtung. Glaube ich. Im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein sehr, sehr wilder Fuhrpark. Ich habe natürlich eigentlich gesagt, es ist ein Dreier-Fuhrpark. Dieses Auto gehört jetzt aus deiner Familie dazu. Richtig, genau. Eigentlich hauptsächlich hast du wirklich Dreier-BMWs, oder hast du noch einen anderen? Ja, einen haben wir ja noch vergessen. Welchen haben wir noch vergessen? Den F80. Oh mein Gott! Damit habe ich dich überhaupt kennengelernt. Wie konnte ich nur? Okay, let's go. Wir schauen uns nochmal auch mit einer der wildesten Autos überhaupt an, den F80. Jetzt schon mal einen schönen Carporn reingezogen zu diesem wunderschönen Auto. Und wir werden auch gleich noch eine Probefahrt machen. Ich habe letztes Jahr im Oktober, genau, auch schon eine Probefahrt quasi miterlebt. Da war es halt so, dass wir ihn für Shootingzwecke gebucht hatten. Wir haben dich gebucht, genau. Du wirst auch gebucht. Du bist buchbar, genau. Und ja, was gibt es sonst zu erzählen? Das können wir gleich alles bei der Fahrt machen. Ich würde sagen, du gehst mal nach hinten. Kaltstart, genau, das wollen wir noch mal hören. Let's go! Okay, ich muss mir ganz kurz die Ohren wieder frei machen. Ja, soll ich nochmal hübsch machen? Ja, wir wollen ihn nämlich, ach so, habe ich gar nicht erzählt, er ist auf Luft. So, das heißt, wir wollen nochmal sehen, wie schön das Luftfahrwerk natürlich hier auch. Ja. André, wie tief? Ja. 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 Wie geil sieht das bitte aus? Der ist halt einfach dieses andere Tief, ne? Der liegt halt. Lass uns einsteigen, weil den müssen wir einfach fühlen. Jetzt müssen wir ihn fühlen. André baut schon mal eben die Kennzeichen an. Ich kann euch ja schon mal ein bisschen was so zum Interieur, ach, da ist er auch schon, erzählen. Ganz hübsch auf jeden Fall finde ich die Ziernähte. Wir haben hier Harman Kardon und auch noch Carbon. Ist das Serie? Das ist richtig eingraviert. Ja, genau. Also das muss man sich mal überlegen. Das ist eingraviert. Schon geil. Erzähl mal was dazu. Ich habe nämlich ja noch kein Auto bisher mit Luftfahrwerk so wirklich unter die Lupe genommen. Ja.
Das kommt besser. Man hört. Ja, genau, das ist es ja. Wenn du dir ein Auto auf Luft umbaust, also das Fahrwerk an sich ist ja gar nicht das teure. Also das Steuergerät dazu. Das Steuergerät-Kompressor ist schon mit teuer. Das Fahrwerk kostet eigentlich fast so viel wie so ein V3-Fahrwerk, kann man gut sagen. Genau, also eigentlich ja bezahlbar. Aber wenn man überlegt, Luftfahrwerk ist halt nochmal was ganz anderes. Und was mein Problem manchmal ist, vor allem beim E36, beim E46 weiß ich es halt noch nicht, mit dem ja irgendwo mal hängen bleiben oder auflegen. Weil es ist einfach so, Hamburg einen manchmal schon ziemlich hart, ne? Ja, daher Luftfahrwerk, ja, kitzelt mich schon so ein bisschen. Wir haben den jetzt einmal ein bisschen warm gefahren und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Soundcheck. Wir sind zwar hier unter einer Brücke, aber ich glaube, das macht das Ganze auch interessant. Du lässt erst einmal Klappe zu und dann mit Klappe auf. Ist auch schon gut. Okay? Okay, reicht. Alter, es ist halt immer noch komplett. Okay, lass uns noch mal ein bisschen ruhiger kurz fahren. Habe ich gerade Todesanschrag. Kommt jetzt gerade noch mal was? Meine Mundwinkel, ey, die zucken gerade noch. Ja, nee. Da müssen wir ganz kurz auf was zu sagen. Wie viele Sätze Reifen verballerst du im Jahr mit diesem Auto? Drei. Okay, drei. Drei ist ja auch schon... Dann ist zum Winter auch alle. Also, den vierten zum Sommer 18. Es ist ein Auto, was Spaß macht, ne? Was gibt's zu diesem Auto generell noch zu sagen? Wir haben gesagt, das Auto ist auf Luft, es ist ein individuell... Individual, also ein Individuum. Die Farbe, Grigio Medio, auch ganz besonders, das ist eine Original-Ferrari-Farbe. M-Performance ein bisschen umgebaut, Lenkrad, das ist halt auch ziemlich nice, ne? Schön Carbon hier, ja. Ich habe ja auch ein M-Lenkrad, jetzt also nachgerüst in Klammern gesetzt, mein Lenkrad wunderschön beziehen lassen. Grüße gehen raus an MS Lenkradmanufaktur, den Samu. Und das sieht fast so schön aus wie deins, weil meine Form ist nicht so schön. Aber der hat mir wundervolles Alcantara bezogen mit M-Nähten. Und sieht auch sehr, sehr sportiv aus. Ich würde sagen, aktuell gerade mein absoluter Traum M3. Der sieht so wild aus, also so eine schöne Form, die Farbe passt. Es gibt, glaube ich, nichts auch, was dich an diesem Auto stört. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein Mega-Auto. Junge! Okay, ey, mein Anstand hat sich gerade richtig festgezogen. Der hat mich so festgehalten. Ich habe André noch kurz überredet bekommen, einen kleinen Bernie zu ziehen. Oh Gott, etwas stürmisch hier. Okay. Was denn? Ich muss das kurz filmen. Das, liebe Leute, ja, nennt man den Rest vom Reifen. Wenn das mal kein Burnout war, weiß ich auch nicht. Somit war es das auch schon mit diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf jeden Fall da. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Alter.